Hello and welcome back to Uncle Blaze. We're in this puzzle here, and let's see. It's literally been a second since I stopped the episode. I haven't even taken a break or anything. I just want to finish this. Let's see. What do I usually take breaks? But you know what I mean. I keep wanting that there, but it's not gonna be there. Why do I keep trying to put it there? No matter how many times I attempt to put things there, it's probably going to be like something very obscure. I feel like I keep taking the same free or something, so that isn't helping either. Okay, we're starting from the bottom. This one. Where does it go? Okay, what about this one? No. This one. Here, no. There, no. What about this one? No. Okay. Good. Blue is always next to the reds. Is that how it works? Or was that just a coinky dink? That was probably just a coinky dink. I hope I have all the symbols I need. I know in Whispered World it was like, you didn't know at the time, but you needed 3 more puzzle parts or something like that to do something like this. This is probably considered one of the easier puzzles. I don't know. I always feel like I struggle with the easy puzzles, and then the hard puzzles are like, duh. No, that's stupid. Why would it be that way? If it turns out the yellow one isn't even supposed to be there. That's gonna be very silly. I could see them doing that actually. I could totally see them pulling that. Guess this piece didn't fit in at all. And it's like, you made me go for all that. That's totally point and click adventure logic. I almost want to work on that assumption now. Why am I suddenly not going at it methodically anymore? Why did I stop doing that? Oh well. Let's see, maybe this? No. Maybe? No. No.
That makes sense. Okay. We're slowly working our way into the middle or something. At least that seems to be the case. Yeah, this is some of the middle, isn't it? Yeah, this is it like spirals into something. Like some kind of symbol. See, it spirals into something here. It's like a spiral right there. It's hard to see with the colors, though. With the colors changing, it makes it kind of hard to see what it's supposed to be. Like, starts here, goes down, shoom, 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 and then up there somehow. Where the hell is this supposed to go? Oh, well, the only place where there's space for it, of course. Am I missing pieces? No, doesn't seem like it. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Allerdings auch nicht besser als vorher. Oh, well. Torchlight. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Oh, jeez, dude. Das ein... Well, that... Das Mosaik, wie die... Oh, sie beschimmen, es war wohl... Oh, well. In there? Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und retten ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grill-Donnerstag. So the upper class left the planet. Why did they do that? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Huh. So they just kind of left. I'm guessing it's because of all the junk here. Let's see. So we need some light, don't we? Hier ist es hell genug. Okay, fine. Let's go use the elevator then. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Okay, well. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? The organ, right?
Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Oh, jeez. That's a lifeboat there. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Oh, yeah. I guess they would have something like that. The flag. Ich war noch nie so nah dran. So that's Elysium up there. It's like a thing on the moon? Oh, okay. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Ich behalte, wenn etwas auf die Flagge kommt, ich brauche ich. Hey, wo ist mein? Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen. Okay, the flag. I feel like I should dip it in phosphor. Oh shit, that must be Cletus. Zappalot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Rühren, Amtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ups. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Okay. Let's say real quick, because that seems like it. A way to lose the game if I fuck this up. Okay. Let's follow him. What do we do? Das auch? Wenn fünf... Gut. Ach nee. Vielleicht wird wahrscheinlich. Okay, let's just go talk to him. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir
mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Würschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und what? Was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... That seems a bit over the top, dude. What the fuck? Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ich glaube, ich habe da irgendwas... Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich ihm die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge. Ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Okay. Well, if I was watching this episode of Uncle Blaze, I've enjoyed it. Next time, we're going to confront him somehow. Until then, bye.